Heute haben wir nur Ärger mit der Bahn gehabt. Das letzte war gewesen, wir sollten nicht hier reinkommen, weil wir keine Reservierung hätten. Die einzigsten Fahrräder auf 300 Kilometer oder wie viel. So, wir sind in Bologna angekommen um 10:30. Natürlich hat uns mit der Regen überrascht. Jetzt sind wir zum Zeltplatz gefahren. Der hat uns jetzt hier auf den Parkplatz geschickt, einen Ausweis weggenommen. Morgen früh dürfen wir bestimmt dafür 20 Euro bezahlen. Mal schauen. Regen hat jetzt aufgehört. Unsere wildromantische Schlafstelle. Ja, wie ihr hört, ist gerade angefangen zu schiffen. Nicht schlecht, oder? Das ist Italien. Keine Ahnung, welchen Fluss das ist. Jetzt fahren wir sogar durch eine Burg. Oder Kloster. Was das sein soll. Hallo. So, wir sind ab in ihn angekommen. Die Steigung lassen grüßen. Es ist gleich 6 Uhr. Wir werden jetzt langsam mal auf die Suche von Schlafplatz machen. Es ist wie ein bisschen bewölkt. Der Regen hat inzwischen euch aufgehört, hat so mal ganz kurz die Sonne geschienen. Wir sind aber auch erst auf 280 Höhenmeter. Auf über 1000 müssten wir eigentlich. Also viel geschafft haben wir heute noch nicht. Aber man sieht schon, es ist ein Berg drin. Ja, das ist mal ein idyllischer Schlafplatz, he? Unsere Villa. Ja, jetzt sitze ich wieder allein hier. Stino ist schon losgefahren. Ja, ich trinke jetzt hier meinen Kaffee noch. Hab schon zusammengeräumt und dann geht's los. Wieder Radlutscher. So, es ist 3:15 Uhr. Losgekommen. Wir sind fast auf 400 Metern. Geht natürlich wieder bergauf. Ist ja auch der Appetit. Es wird ja mal langsam Zeit. Stino wartet irgendwo da oben. Kaffee. Ja, abzu kommt doch noch mal ein Auto, ey. Ja, einen See sieht man jetzt nicht. Da unten ist jetzt der See. Vielleicht kommt er hier noch mal durch. Ich glaube es aber weniger. Also ein bisschen. Ah ja, auf jeden Fall ist er da unten. Wir haben auch schon 630 Meter Höhe. Also denke ich mal auf 400, 500 Meter. Müssen wir noch mal. Es ist schön warm, die Sonne scheint endlich. Alles wunderbar. Nein, das ist nicht unser Nachtlager, das ist unsere Trockenstelle. Das wäre ein gutes Nachtlager gewesen, weißt du das? Ja, es wäre schon ruhig gewesen. Jetzt gucken wir erstmal noch mal schnell Kaffee und dann geht's weiter. Guck mal, wie schön die Natur hier ist. Ey. Da kann man doch mal Pause machen. Wir sind übrigens an der Hauptstraße hier. Ich stehe auch mitten auf der Straße. Naja. Oh, haben wir schnell wieder 200 Höhenmeter verschenkt. Wie es der Zufall will, kommt ausgerechnet jetzt ein Auto. Ach, ist hier schon wieder herrlich.
Es ist irgendwas auf. Ach, irgendwas. 800 noch was Meter Höhe. Erster Gang natürlich gehen. Aber herrlich. Eins von den wenigen Autos, die ich aber nicht filme, ich will euch das zeigen. Alter Falter. Hä? Nicht schlecht. So wie es aussieht, gibt es keinen richtigen Pass hier. Die höchste Stelle war knapp 900 Meter. Auf jeden Fall geht es schon wieder die ganze Zeit bergab. Wie schon gesagt, da unten sieht man die etwas größeren Städte schon. So, der Stino hat jetzt die Führung übernommen. Mal sehen, wo uns hinbringt. Wo sind wir jetzt, Stino? In Pastizia, ne? Pistoria. Pistoria sind wir. Und jetzt, ich wäre ja gerne weitergefahren, aber es sind noch über 100 Kilometer bis nach Livorno. Der Stino meint halt, wir müssen zum Zug. Sonst wird das alles nichts. So, wir sind in Livorno angekommen. Wir fahren jetzt gleich direkt in Richtung Zeltplatz. Also das ist Livorno. Ich glaube nicht, dass es wie attraktiv ist oder so. Ja, der Meister des Navigierens, der hat ungefähr 200 Meter in diesem Ort geschafft. Dann stand er vor einer Mauer. Da gab es keine Straße mehr. Jetzt wollten wir zum Fährhafen diese Schnellstraße entlang. Natürlich darfst du nicht entlang fahren. Hab ich mir gedacht, der große Treckermeister. Wir fahren hier diese Parallelstraße lang und kommen auf die Pustekuchen. Die hört da hinten auch auf. Jetzt fahren wir wieder zurück und nehmen die ursprüngliche Strecke. Und da hinten kommt ein Auto auf der kleinen Straße, die eine Sackgasse ist, kommt da hinten ein Auto. Wunderbar, hä? Hier hinten, was ihr hört, das ist das Meer. Wir sind endlich am Meer. Haben wir schon zwei Campingplätze angesteuert. Sind natürlich beide zu. Wir wollten jetzt an der Pizzeria fragen, ob wir da irgendwo am Strand pennen können, wenn wir noch was essen. Aber die ist auch irgendwie zu. So, haben jetzt den Schlafplatz, also den Zeltplatz gefunden noch, haben uns heute geholfen an der Kneipe. Es ist, glaube ich, keine Ahnung, 10 Uhr. Wir werden jetzt noch schnell duschen, wollen noch was essen gehen. Stino hat gerade schön geschissen, denke ich mal, oder? War nicht sehr lohnenswert. Hat keinen Spaß gemacht, oder was? Nee. Okay. Schmeckt gut, was so. Saluto heißt es hier, gell? Ja, Saluto. Es ist kurz vor 6. Wir fahren jetzt doch die übelste vierspurige Straße dann lang. Wir haben gestern mal geguckt bei Komoot, ob wir da vielleicht mit Fahrrad doch hinkommen. Dadurch hat sich unser Weg nach Livorno von über 30 bis 40 Kilometern auf 8 Kilometer verkürzt. Jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt in die Fähre kommen. Weil wir unser Zimmer für 550 Euro auch nicht leisten können. Ja, so sieht's aus. Dass mal gut geht. Erstmal, dass ich das Fahrrad hinhängen musste auf einer Fähre. Das Gepäck ist dort hinten verstaut, was selbst nachher noch da ist. Ja, er ist hier schon ganz schön viel gefahren heute, deswegen muss man noch Zorns essen. Oh, es geht los!
Warum hier so viele Wolken sind, weiß ich auch nicht. So, wir fahren gerade die Küstenstraße, die ist natürlich schön, aber extrem befahren. Eben haben wir auch einen kleinen Unfall mitgekriegt, wollten Motorradfahrer in der Schlange Autos überholen. Naja, hat es erstmal gekracht. Wir sind ja noch kurz hinter Bastia, glaube ich, heißt der Ort. Ja, müsste Bastia heißen. Und wollen hoffen, dass es vielleicht weiter oben ist, wo hier wird. Aber der Verkehr ist hier richtig scheiße. Ist auch nicht so eine große, breite Straße. Aber es ist die einzige Straße, die es hier gibt. Also wir werden gleich in die Berge fahren. Aber ich wollte erstmal Richtung Notno. Und dann schauen wir mal. Ja, viel ruhiger ist es nicht geworden. Schade, das ist echt eine schöne Strecke. Ja, das einzige Problem hier sind die Autos. Oh! Eben haben wir uns den Zeltplatz angeklotzt, der war ziemlich teuer. Außerdem ist es noch ziemlich früh. Weiter, da sind noch welche eingezeichnet bei Google Maps oder so. Ich war eben schnell mal da unten irgendwo schön warten gewesen. Jetzt geht es weiter Richtung Norden. Die Straße ist ein bisschen ruhiger geworden. Das ist einfach Farbe, ne? Wahnsinn. Naja, Korsik habe ich noch nie auf dem Plan gehabt. Hier haben wir gestern Abend. Da hinten haben wir irgendwo gesellt, es war die ganze Nacht windig. Und bis um 12 haben wir uns da oben mit dem Reiseradler unterhalten. Weltreiseradler, der war schon überall gewesen. Zweimal auf Pamir, wie Grönland, Asien, Europa, überall. So, jetzt geht's weiter. Fahren wir jetzt hoch zum Nordkap, zum Kap Kors und dann schauen wir mal. Gerade mal auf 160, 170 Meter Höhe. Das ist schon solch ein Ausblick. Aber ich denke mal, das wird noch besser. Still.
Ohren. Das nenne ich ja Urlaub. Ist so alles dabei? Sonnenstrand. Fressen wir mal auch eben. Wunderbar. Keinen Spaß macht. Ja, da oben haben wir erstmal wieder irgendwie was 150 Höhenmeter verschenkt. Jetzt sind wir runter bis auf 20. Und jetzt geht's wieder hoch. Wir sind in Mexiko. Da unten ist der Plastikstrom. Und es ziehen Wolken auf. Jung. Wiener Stil geht auf modern. Ist echt scheiße hier auf die Zeltplätze, ey. Du hast kaum Platz, weiß nicht, wo du hin sollst. Mann, du hast mich da wieder hingeführt. Wo soll ich das jetzt hinstellen? Also... Kannst du mir das mal verraten? Laut Feng Shui muss ich dorthin. Feng Shui, du bist Feng Shui-Heller oder was? Hä? Knallrot bist du. Aber hier wär's kürzer. Wir kriegen sogar Besuch von der Rothaarigen, ne? Ja, du kleiner Stinger? Ja. Wer bist du denn? Bist du eine Wildkatze? Hä? Der korsische Luchs?
Das ist unser kleiner Zeltplatz. Oben rein. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir den so schnell finden. Bier! Überall die kleinen Gästchen. Das ist jetzt die sogenannte Halbwüste. Ja. So spektakulär ist es nicht. Und sauwarm ist es heute schon wieder. Hinten ist es Meer. Hier kommt noch mal ein kleines Örtchen. Ich bin ja schon viel dieses Jahr gefahren, gell? War ja auch alles wunderschön. Aber diese Strecke hier wirklich. Wahnsinn. Da wollen wir drauf. Ja, der Stino hat was für dich. Wir sind jetzt aus der Wüste raus. Das ist jetzt eine kleine, ganz kleine Straße abgebogen. Hier haben wir natürlich uns Garagenschuh. Hier gibt es natürlich auch keine Eisdielen, gell? Keine Pizzeria, keine Getränkeshops, keine Einkaufsmöglichkeiten. Gar nichts. Nur Ruhe. Ist das nicht herrlich? Oh, da vorne sind sogar Menschen. Ich stehe mitten auf der Straße, es stört hier keinen Schwein. Gerade mal 450 Meter hoch. Da, das ist unser Weg. Und so sieht es auf der anderen Seite aus. Der komische Pass, wenn das leider gewesen sein soll, war auf 515 Meter. Eine kleine Bahnstrecke ging da auch lang, wahrscheinlich eine Schmalspurbahn. Da hinten ist es massiv, mal hinwollen. Hier ist was los. Bei dem Verkehr, Junge. Jetzt kommen wir wieder mal auf eine Hauptstraße, damit wir wieder mal ein bisschen Verkehr haben. Das war ja gar nichts die letzten drei Stunden.
Da hab ich gezeltet. Ich hab schon abgebaut. Weil hier Frühstück immer, es war auch der schönste Zeltplatz bis jetzt, der billigste und der sauberste irgendwie. Die Duschen voll okay, haben wir eine richtige Sitzecke dabei und sogar ein Swimmingpool. Heute haben wir es aber nicht so weit, deswegen trödeln wir ein bisschen. Haben es ungefähr noch 20, 22 Kilometer bis zum nächsten Zeltplatz und dann geht es in die Berge. Biber Hempels unterm Sofa. Wir fahren jetzt das Asko-Tal hoch. Wir haben ja bloß 20 Kilometer bis zum nächsten Zeltplatz. Ein bisschen auf 1000 Meter. 1000, ja. Hätten wir jetzt noch 600 Höhenmeter. We'll be right back.
3:45 aufgestanden. So früh wie noch nie. Wir wollen jetzt den Monte Cinto hoch. Das erste Stück geht die Straße noch bis zum Refugio. Laut dem Zeltplatzbesitzer sind es 30 Kilometer. Wir müssen auch eine komplette Runde machen. Wir können nicht den gleichen Weg zurück, weil der so steil ist. Wir verlaufen natürlich mit Sandalen da hoch. Haben kaum was dabei. Mal schauen, wie es wird. Und so sieht es am Frühmorgen schon aus.